Weiter geht's mit Mystic Quest Legend. Wir sind hier in Aquaria, weil wir hier Kalia suchen sollten, genau. Hab mich eben ein bisschen umgeschaut, hab sie nirgendwo gefunden, deswegen kann sie eigentlich nur noch hier sein. Wenn nicht, dann, werdet ihr das gerade gar nicht hören, weil, ich dann nämlich die Aufnahme neu beginne und suche. Weil ich habe nämlich die Aufnahme begonnen, hab 20 Minuten gesucht, nicht gefunden, bin auf die Idee gekommen, sie könnte ja hier unten sein. Und naja, jetzt gucke ich mal danach, ob die kleine sich hier versteckt haben könnte. Na, werden wir voller Elan wieder ans Werk gehen und dieser Weg ist ewig lang. Dieser Weg wird kein leichter sein. Wir werden Steine in den Weg geschmissen bekommen, gigantische Monsterfelsen von einem riesigen Dino und der hat uns dann instant verarscht. Sie ist hier nicht. Hier ist nur der hässliche. Was macht der Tunnel? Dieser Tunnel überschreitet. Der Tunnel eigentlich. Oh, mein Name ist Tristan, ich bin Goldgräber. Goldgräber? Dann interessiert dich sicher der legendäre Hülsendösen-Schatz. Habe ich da etwas Schatz gehört? Na, Schatz, kommst du mal her? Sorry, Stu. Ich werde mich Fenster anschließen, das Gold ruft nach mir. Ja, du schließt dich mit ihm. Achso, ich wollte gerade sagen, du schließt dich ihm an und gehst dann trotzdem weg. Und jetzt geht er weg und jetzt bleibt der stehen. Ah, nee, doch nicht, okay. Was? Wollt ihr mich hier etwa sitzen lassen? Hier, nimm meine Greifenklauen an dich. Leb wohl. Greifenklau erhalten. Endlich. Ach, ihr seht, ich habe Offscreen Level 27 trainiert noch. Also ein Level nochmal hoch. Ja. Na, Phobia. Ist mein Opa jetzt völlig übergeschnappt? Ich könnte vor Wut eine Bombe werfen. Vielleicht solltest du das besser nicht tun. Ja, verkackt. Wo rennst du jetzt schon wieder hin? Aber ich denke mal, hier wird es weitergehen, weil sonst hätte Tristan, wenn sie sich verlassen, sonst hätten wir das Item nicht wirklich. Oh, der Tunnel ist eingestürzt. Ich muss sofort Großvater unterrichten. Stand da unterrichten? Dann habe ich einfach mal mich voll verlesen. Und ich habe kein Geld, ich bin pleite. So, gut, ja, wo ist sie jetzt? Hallo? Ich würde sagen, ich suche kurz nach ihr. Wir sehen uns gleich, wenn ich sie gefunden habe. Sieh mal einer an. Haben wir etwa Kalia gefunden? Sie sieht doch so verdächtig aus. Sie sieht doch haargenau aus wie Kalia. Lass uns erst die Kristallkugel bumsen. Oh, es sieht so aus, als würde sich da gerade ein Schütteln. Moment, wie sieht das von hier? Okay, lassen. Ach so, deswegen macht er so komische Dinge. Einmal. So, egal. Gut. Lassen wir unsere perversen Spielchen mal. Oh, scheiße, ich dachte, ich kann das bei der machen. Gott sei Dank, es geht dir wieder gut, Kalia. Ja, ich hab mich erholt. Ich gehe zu Otto nach Windia. Kommst du mit? Ja. Man muss gar nicht mal wirklich auf sie einreden, sagt einfach, jo, ich bin gerade so feucht und deswegen komme ich mit. Ja, so. Und dann verabschiede ich mich nochmal kurz von euch. Ich gehe wieder zurück in den Wald. Wir sehen uns dort, ihr Schätzekins. So, Leute, wir sind direkt vor dem Baum, aber ich habe noch was gefunden hier draußen. Aha, diesen Teil, na, fick dich. Zu diesem Teil kommen wir nämlich jetzt noch. Ich habe eine Truhe gefunden, eine besondere Truhe. Und ja, ich habe mir gedacht, ich nehme mir mal nicht die Freiheit und mache sie vorher schon mal auf, denn es wäre unfair, es euch vorzuenthalten. Und hier drin ist. Titten. Scheiße. Titanaxt. Ja, wir haben eine Titanaxt. Eine Titanaxt gefunden. Oh, scheiße. Okay, dafür werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal von euch allen gebumst. Ja, für diesen epischen Versprecher müsst ihr mir einfach einen Daumen hoch geben, würde ich mal sagen. Und jetzt? Passiert jetzt hier was? Oh, Geist der heiligen Ei... Das habe ich jetzt mal wieder gelesen. Egal. Ein Teil des männlichen Glieds. Lass uns noch Windia durch. Nur wenn ihr die ekelhaften Kreaturen in mir beseitigt. Dein Wunsch sei uns Befehl. Nomf, om nom nom. Oh, oh, Dungeon, oh, oh. Ich habe sogar im Gedächtnis, dass ich diesen Dungeon sehr mochte. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das wirklich so ist, aber egal. Oh, 740, die haut einmal nur rein. Das finde ich episch.
Und wir besiegen sie natürlich nicht, deswegen nehmen wir lieber das hier. Und damit können wir bei Mumien, bei diesen Mumien, einen Instant-Kill machen. Also nicht direkt instant, aber naja, 1200 und das kann man schon mal gern instanten. Alter, wie viele gibt's denn hier bitte? So, diesmal kein Angriffsvorteil, was soll denn die? Schmarrn, was soll das? Hallo? Ah, die waren Instant-Kill, genau. Hey, jetzt ist immer mal gut, bleib mal wieder auf dem Boden. Versteht ihr? So. Oh mein Gott, dieser Flachwitz war zu ver... Ey, wieso bin ich jetzt... Ja, genau. Nee, 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 nee. Jetzt wird Automatic hier gemacht. So. Scheiß auf Heilung. Nee, nicht Scheiß auf Heilung. Moment. Ach Quatsch, nicht Rucksack. Magie. Ja. Und jetzt das Bäumchen hier fällen. Der Riesenbonsai, ja, ne? Oh, zwei. Dann wird kaputt gemacht, würde ich sagen. Jau, sehr effektiv gegen Bäume, so eine Axt eben mal so richtig ins Auge reinstechen. So, ich persönlich finde das ja schon geil. Kann man eine andere Meinung haben, aber... ich mag das. So. Ja, einfach mal wieder hochlaufen. Du bist ja ein toller Knirps, du. So, wo gehe ich lang? Hier lang. Geister bekämpfen macht... Ach, nö, nicht drei von euch. Die ekligen... Boah, denkst du, das war jetzt klug oder was? Das zockt kaum was. Also kannst du dir gleich den Heilzauber da sparen. Hey, warte, hatte du da? 66, solange sie 88 ist. So. So, mir ziehst du jetzt wahrscheinlich. Ja, klar, mir ziehst du natürlich mehr. Und der dumme Frau da. Ey, jetzt hör mal auf, immer wieder zu kommen. Das finde ich jetzt irgendwie nicht lustig. Also. Und ich schalte dich gleich wieder auf Domina-Modus, also dass ich deine Domina bin, dass ich hier bestimmen kann, was du machst, weil das nervt jetzt hier schon ein bisschen. So. Jetzt ist mal gut hier. Und wie jetzt mal gut ist. So, du auch auf alle. Jetzt ist Schluss mit lustig. Warum macht man das nur so, wenn die da zieht? Ich weiß es nicht, aber es sollte doch reichen, um sie zu töten, bitte. Natürlich nicht. Aber egal, jetzt sind wir wenigstens hier. So, jetzt können wir sie wieder ein bisschen auf Automatik stellen. So. Nee, nicht schon wieder nur ein Ei. Ey, komm. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit Wirbel. Ach, scheißegal. Ambrosia, was auch immer das bringt. Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß es nicht. So. Dann muss ich erstmal Dings umstellen, dass ich hier nicht die ganze Zeit einfach mal Scheiße baue mit meinen Wirbelstürmchen. So. Und sie heilen natürlich nur instant und unnötig. So. Aber so geht es schneller voran. Das, denke ich, mögen wir alle. Mondstein, flieg und sieg! Egal. So, komm. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr ja noch diesen Mondstein von Sailor Moon. Du kannst es tun, oh Sailor Moon. Dö, 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 dö. Und dann geht die Musik richtig los und wir alle cool und Party und Hippos. Hippos sind auch immer ganz gut. So. Jedenfalls erstmal hier weiter. Ich glaube, ja, hier gibt's gleich, ja, Instant gefunden. Beziehungsweise nicht Instant, wir sind einmal einen falschen Weg gelaufen. Hm, aber geht ja eigentlich noch, so. Wir könnten uns da jetzt rüberziehen, aber wir töten erstmal den Mongo hier. So. Wird jetzt hier erstmal wieder... Nein, ich würde nicht gefappt, ne? Fappen können wir nachher auch noch eine Runde, aber jetzt werde ich erstmal hier wieder... Ich auffüllen. Die hat zwar eh kaum was verloren gehabt, aber scheiß drauf. Ich bin ein fürsorglicher Vater, ja? Ich bin ihr Vater. Was dagegen? Nein, gut, schön. So. Weiter geht's. Mama mia, heilige Scheiße. So. Oh, wie er sich einfach rangrapscht an diese Dinger. Das... Stell dich vor, das wären Brüste einfach mal, diese Stecker hier. Und richtig ran mit einem Metallarm und richtig reingeritzt und... ihr versteht schon. Ups. So, von hier. Gut. Nächster Raum. Beziehungsweise jetzt sind wir, glaube ich, eine Treppe hochgelaufen. So sieht's zumindest gerade aus. Das sieht böse aus. Moment. Ich würde sagen, wir können hier rüber, oder? Ja, doch. Hier rüber. So, weil ich glaube, der anderen da bei dieser komischen grünen Liane eben hätte man einfach nur runtergekonnt.
Gut, soll ich erstmal Dings auswählen und dann wird hier gehackstückelt. Gehackstückelt. Penis. Also. Oh, hier könnte ich schön trainieren, aber nee, kein Bock. Oh, Level 28 erreicht. Sehr geil. So, kleine Würmchen. Oh, davon habe ich schon genug. Krimskrams. Was auch immer das war. Weil es interessiert jetzt keinen. Kann ich jetzt irgendeinen bestimmten Ort damit erreichen? Nee, nein, schade. Oh. Oh, nö. Keinen bestimmten Ort erreichen ist kein bestimmter Ort und das ist schade. Aber ich erinnere mich gerade wieder. Ich glaube, da, wo eben noch rechts ein Gang rein war, war ein was wichtiges Item? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir nach. Cool, da habt ihr doch schon die richtige, da habt ihr doch schon die wichtige Truhe gesehen. Oh, und wie ich zu dieser richtigen, wichtigen Truhe jetzt hin will. Gibt's ja nicht. Wie heiß ich einfach mal gerade drauf bin, da gehen wir da mal hin. Ach du Scheiße. Okay, Moment. Ah, ein lustiges Labyrinth-Spiel, oder wie? Ja, dann müssen wir mal suchen, würde ich sagen. Moment, wir kommen doch hier gar nicht überall hin. Wir kommen doch hier nur zu diesem ekeligen. Und dann gibt's hier noch irgendwie... Hä, wie komme ich denn da hin? Hä? Seid ihr irgendwie ekelhaft? Ah, der ging... Och, bin ich behindert! So, hier. Alter, aber das ist echt leicht zu übersehen. Wahrscheinlich habt ihr euch gedacht... Nein, Noob! Noob! Bitte nicht rausgehen, du scheiß Noob! Aber egal. Das interessiert mich jetzt wenig. Tut mir leid. Oh, wechseln Sie auf Irino. Gut. Blödsinn erzählen macht Spaß, haben wir alle gerade festgestellt, aber jetzt wieder zurück zur Realität. Wir müssen uns hier einen Weg durch Anti-Greenpeace-Land kämpfen und dann... Okay, innenrum wäre doch schneller gegangen, aber egal, ich möchte nicht so viel kaputt machen. Aber du musst auch sterben, weil ich den Pilz da so mag. Gehe ich hier rum. Wo ich mir das Recht überlebe, stirb. So. Und ihr werdet kaputt gemampft? Ups, wild umherschlagen. Wir sind irgendwie schon so kleine Berserker-Kiddies. Also, irgendwo ja schon, ne. Du hast kaputt gemacht. Ich verstehe das gar nicht, warum ihr einfach so viel Streit... Moment, wieso habe ich eigentlich... So, jetzt reicht's aber mal. So. Und raus. Du bist kaputt gemacht. Ihr werdet kaputt gemacht, meine ich natürlich. Nicht nur einen von euch. Oh, Felsenaura. Und schon wieder sind alle Pilze da. Ich frage mich, wer die gerade wieder alle hinstellt. Nachdem wir raus sind aus dem Raum. Egal. Ich mag die Musik irgendwie. Ich weiß nicht, als Kind habe ich dieses Dungeon verachtet, weil ich den Endgegner nie geschafft habe. Ich weiß auch nicht, warum. Den Endgegner habe ich nie geschafft. Und das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe heutzutage, weil der Boss ist so einfach... Ihr werdet ihn ja noch kennenlernen, entweder in diesem Part oder am nächsten, spätestens. Ich könnte diesen Part ja jetzt mal wieder so 30 Minuten lang machen, was weiß ich, vielleicht freut ihr euch. Ja doch, ihr freut euch bestimmt drüber, so. Nicht nur vielleicht und, ach komm, dich natzen wir auch noch richtig down, so, gut. Heiltrank, ist mir egal, so. Nein. Ah, richtig gemacht. Bin stolz auf dich. So, ich glaube, hier drin ist falsch, weil hier ist ja irgendwie so in der Mitte und Mitte ist nicht... Hier sind viele Items, das heißt, wir sind hier falsch. Viele Items sind zu gut und zu gütig und deswegen, nee. Deswegen einfach mal... Nee, aber ich frage mich... Hä? Ich glaube, wir müssen doch hier rein, kann das sein? Es gibt ja hier keinen Weg mehr. Also nicht so wirklich... So. Aber das sieht ja auch nicht so einleuchtend aus, was hier so abgeht. Deswegen habe ich keine Ahnung. Davon habe ich schon... Ja, fick dich. So, aber ich habe da schon den richtigen Weg gesehen, bin ich der Meinung? Oder auch nicht? Ich weiß es nicht wirklich... Aber da scheißen wir ordentlich drauf heute, weil ist so und weil, keine Ahnung. Bim, bim. Töten! Hadouken! Shoryuken! So. Wer weiß, welcher Gaming-Character das jetzt war, kriegt einen Keks? So. Verdammt.
Scheiße, jetzt werde ich angeschrieben. Und mein Video ist fertig hochgeladen, meine Mystic Quest. Welchen Part habe ich gerade hochgeladen? Da wisst ihr ja ungefähr, wie viel ich im Voraus aufnehme. Ich habe gerade den Part... Oh Gott! Horrorschleim! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Heilen, 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 heilen! Ich weiß nur, vor den Schleim hatte ich Angst. Weiß ich noch. So, jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. So. Mein Mystic Quest... Der fünfte Part, den habe ich gerade hochgeladen. Das hier ist, glaube ich, schon der 8. oder 9. oder so. Das heißt, ich habe viel im Voraus aufgenommen jetzt. Wird die nächsten Tage hochkommen und ihr habt das bestimmt schon gemerkt, dass das alles hochgekommen ist, weil ist so. Und weil ich das dann ja schon hochgeladen habe, weil ich rede hier gerade von der Zukunft und ist ja egal und das hast du nicht gesehen. So. Tut mir leid, dass ich hier übrigens immer vorspule, aber noch nie hat mir einer bei den alten Parts geschrieben, wo ich nachgefragt habe, ob das so. Hey, ob das so okay ist. Das hat keiner geschrieben. Vendetta, ich bring dich um, wenn du so weitermachst. Hat keiner von euch geschrieben, deswegen mache ich so weiter. Und ich bin gerade gestorben, habe ich gesehen. Das ist aber echt schade. So, und jetzt sind wir richtig hier, gut. Sexy. Hier wieder die Kralle, weil die Kralle einfach nur cool ist und weil... So. Wo wir gerade dabei sind beim Kämpfen. Nein, nicht sonstiges. 34.000 Erfahrungspunkte fehlen mir noch. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, ich will mehr Erfahrungspunkte haben. Aber ich krieg nicht mehr, weil keiner will mir mehr geben. Und ich bin so allein. Egal. So. Ich glaube, ich sollte dann mal bald den Part beenden, damit ich die Beschreibung und alles ändern kann bei dem neuen Part, den ich jetzt von Mystic Quest hochgeladen habe. Weil sonst schreiben wieder irgendwelche Leute: Der Part, der ist Mystic Quest 5. Der steht nicht. Da steht nicht 100% und so, ich fette mir jetzt einen ab. Und so, ihr wisst schon. Und diese goldenen Krieger sind böse. Eigentlich sollte ich davor Angst haben und nicht einfach nur so instant vorspulen, aber egal. Wir sind Frösche und deswegen machen wir das. Oh, Moment, jetzt esse ich instant einen Keks. Moment. Also, da bin ich wieder. Ich habe mich nicht pausiert, weil und ihr habt mich essen gehört, aber ist mir egal. Ich habe Hunger. So, fällt mir ein, ich habe den Keks noch nicht aufgegessen. Moment. So, jetzt habe ich den Keks. Gleich fertig runtergeschluckt. Moment. Mann, ist ja unheimlich, wie viel Einblick ich euch in meine Privatsphäre gebe beim Aufnehmen. Was ihr vor allen Dingen gar nicht wissen wollt. So. Und jetzt... Alles kaputt. Ey, bist du böse oder was? Bist du noch böse oder schon tot? Keine Anspielung auf Ikea-Slogan-Dings. So. Ich bin gespannt, ob wir in dem Dungeon noch Level 30 erreichen. Wäre natürlich relativ lustig. Weil es einfach lustig und so. Ich weiß, ihr habt gar nicht gesehen, was die Gegner so können, aber ihr könnt das Video jedes Mal pausieren bei jeder Attacke von den Gegnern. Hab ich ja nichts dagegen, so. Nö, da gibt's nur Items. Items stinken. So. Beep, 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 beep. Aber ich hab das Dungeon irgendwie größer in Erinnerung. Kann jetzt sein, dass ich die Gegner dass es daran liegt, dass ich Gegner vorspule. Ach ja, Moment. Ich werde mal die Felsenaura zeigen, die wir eben bekommen haben in dem Dungeon. Das jetzt... Okay, doch, auf zwei Gegner. Das zieht viel ab. Bitte, bitte, bitte. Boom. Was war das? Was war das jetzt gerade für ein Scheiß? Also, das... Okay. Nein, 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 ich hab schon wieder nein! Oh. Vorspulen. Verarscht mich. Nein! Oh! So, diesmal Angriff. Hö. Kaum spiele ich einmal einen Kampf nicht vor und teste irgendwas aus, geht die ganze Welt unter. Das ist einfach mal instant logisch. So.
Ich glaube, ich sollte aufhören mit diesem ganzen Instant-Gelabere, so. Weil ihr das Instant nicht mögt, ha? So, okay. Zack. Ruf mit dem kleinen Stecher, so. So, diese Kämpfe wollt ihr, denke ich mal, gar nicht wirklich sehen. Ich möchte noch Level 30 erreichen. Ich lasse das jetzt nicht auf mir sitzen. Genauso wenig, wie ich meinen Chemielehrer auf mich sitzen lassen würde. Oder mein Biolehrer. Oder meine Oma. Oder mein Nachbarn. Oh ja, der ist da gerade draußen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber der sieht da irgendwas. Egal. Der arbeitet immer viel rum und ich glaube, wir waren gerade tot. Egal. Da waren wir halt gerade tot. Das brauchen sie jetzt nicht weiter zu stören. Es ist einfach nur Logik, dass wir sterben. So. Nein, falsch. Das. Warum auch immer diese komischen Klops-Knoops-Dinger da, das ist ab, wenn... Oh, da ist schon der Boss. Oh, da ist der Boss. Und wieder der Boss ist. Und wieso bin ich jetzt schon wieder fast tot? Hallo? Ist der irgendwie ein bisschen beschissen oder so? Ich möchte jetzt noch Level 30 erreichen, hallo? Ich finde es jetzt schon eine leichte Neigung zur Asozialität hat das jetzt hier gerade. Dass ich kein neues Level erreichen kann, weil... So, ich... kann ihn, das ist genauso wie manche Frau nicht schwanger werden kann. Ich kann kein neues Level erreichen. So ist das halt. Und ich kann trotzdem treffen, wo ich verwirrt bin. Heilige Kaka. Ich kann das einfach. Und was ist hier los? Wie viel fehlt noch? 6306. Naja, vielleicht erreichen wir nach dem Gegner. Nach dem Gegner. Nach dem Chefgegner! Nee, nach dem letzten Boss. Neue Dings. Neues Level. Nach dem letzten. Alter! Nach dem Boss von diesem Dungeon. So, hab ich's endlich. Danke. Gott sei gepriesen, Jesus sei gepriesen. Ihr alle seid ausgedrückt und er besiegt El Diabolo und die Monster in mir. Okay, Papa. Endgegner-Time! Wieso hast du da zwei Krieger? So, ich würde sagen, die werde ich erstmal aus dem Weg räumen. Luftzauber auf dich. Luftzauber auf dich. Und dann dürften sie beide erstmal tot sein. Und dann leben wir glücklich bis ans Ende aller Tage. So. Bis ans Ende unserer Tage. Bis wir die unsere Regelblutung nicht mehr haben. So. Erstmal gucken, wie viel es dir zieht hier. 1706. Oh, ich dachte, er wäre schon geschwächt jetzt. Was? Nein. Junge. Vendetta. So. Okay, ich werde sie jetzt erstmal hier wiederbeleben. Ach, Erdbeben, komm. Scheiß doch drauf. Ja, 567 ist nix. Ist nicht mal die Hälfte. Doch, das ist die Hälfte meiner Energie. Kaka. Aber das wird mich jetzt nicht stören. Ich mal gucken, was die Felsenaura so abzieht. Ach, ich wollte gerade Autsch sagen. Aber ist das ja gar nicht viel. So, Konter hier. Ist das gelitten? Der hat schon über 3000 verloren. Wie viel hat denn der Typ? El Diablo, du klingst so wie so ein... Wie nennt man das? Ach, scheißegal. So, dich mache ich wieder automatisch. Und trotzdem heilt sie mich nicht. Naja, meinetwegen. Die automatischen wissen ja meistens. Da habe ich damals mal gedacht, der streckt die Zunge raus. Dabei, ach, du Nazi, du Hitler-Fetischist, du. Du bist ein Schwein. Oh, ach ja, jetzt kämpft sein Drache. Ist jetzt der Befehlshaber über seine Seele? Oder was ist da jetzt los? Oder warum? Oh. Aua, aber wenn das eben zweimal getroffen oder so war bei 88, wie oft hat er mich jetzt getroffen, wenn er mir irgendwas mit 400 oder so abgezogen hat? Und jetzt schreit er, ich glaube, wir müssen ihn von seinen Qualen erlösen, Leute. Seid ihr dabei? Und wieso greifst du ihn mit der Axt an? Naja, egal, muss ich nicht verstehen, Frauen versteht ja sowieso generell keiner von uns. Und das war's schon mit dem Endgegner. Ich weiß nicht, warum ich ihn als Kind schwer gefunden habe. Als Kind ist man halt ein bisschen schwul. So. Erstmal hier... Entgiften. Bla, danke schön. So. Ja. Steht da irgendwas im... Da stand irgendwas im Hintergrund. Da stand irgendwas im Hintergrund geschrieben in den Bäumen. Ich konnte es jetzt nicht rechtzeitig erkennen, weil... Nö, aber da stand irgendwas. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt hier? Heilige Eiche. Heilige Eiche. Oh, jetzt muss ich erstmal rausgehen aus dem Dungeon, oder was? Oh, oh, nein. So. Oh, nö, tatsächlich, ich muss jetzt... Och, Moment, es gibt doch hier bestimmt immer was, wo man sich runterfallen lassen kann, oder? Nein, scheiße. Hier muss es was geben, wo man sich runterfallen lassen kann, sonst weine ich gleich ganz
laut. Moment, ja doch, hier kann man sich schon wieder runterfallen lassen. Das sollte doch relativ schnell gehen eigentlich. Ich würde trotzdem sagen, ich gehe jetzt hier raus aus dem Dungeon und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Part wieder mit Mystic Quest Legend. Wenn euch dieser Part hier gefallen hat oder euch generell meine Videos gefallen, dann teilt meine Videos doch mit euren Freunden und meinen YouTube-Kanal. Empfehlt mich einfach ihnen mal weiter und stellt mich ihnen vor. Falls die Bewertungen hier drunter deaktiviert sind, dann gebt meinem Video doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann einen Daumen runter. Daumen hoch ist natürlich viel netter und ich würde mich drüber freuen. Und außerdem könnt ihr dieses Video auch favorisieren, wenn es sehr episch war. Bis zum nächsten Mal. Ciao.